Partnerinnen und Partner, liebe Gäste hier in den Räumlichkeiten beim VfL Osnabrück. Wir begrüßen Sie ganz herzlich nach dem Spiel unseres VfL gegen den SC Verl und wir haben einen 3:2 Heimsieg zu verbuchen. Und an meiner Seite heute Abend unser Spieler Hako Traoré. Schön, dass du da bist erstmal. Danke. Ja, danke. Ich freue mich. Ja, und Unterstützung hast du auch mitgebracht, Felix. Jetzt muss ich dich auch nochmal begrüßen an unserer rechten Seite, unser ehemaliger Spieler Felix. Sag mal, Felix, schön, dass du uns heute Abend hier auch in der Bremer Brücke unterstützt hast. Vielen Dank dafür. Ja, lass uns mal erst aufs Spiel gucken, Hako. Warum macht ihr es immer so spannend? Also ganz ehrlich, wie viel graue Haare ihr uns in dieser Saison schon gekostet habt? Sag mal an. Ja, also ganz ehrlich, für mich wäre es auch besser so, wenn wir das ein bisschen einfacher machen, aber ich glaube, das ist im Fußball normal, dass es mal so läuft und ich glaube, das Spiel heute hat das auch ein bisschen gezeigt, so, dass wir auch in der stand ein bisschen sinnbildlich für die Saison, dass wir viele Widerstände hatten, aber immer standhaft geblieben sind und auch heute nach dem Ausgleich haben wir nochmal alles versucht und das wird dann belohnt. Ja. Ihr sagt immer, ihr habt einen klaren Plan, wie ihr dieses Spiel bestreiten wollt und lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Das hat man auf dem Platz gesehen. Das Publikum wird dann irgendwann unruhig, gerade bei den beiden Gegentoren. Und ja, wie macht ihr das auf dem Platz, dann diese Kontrolle zu behalten und immer wieder anzurennen und euch davon nicht zu beirren zu lassen? Ja klar, werden wir auch von draußen gecoacht und auch in der Halbzeit war es so, dass wir daran geglaubt haben und uns gesagt haben, dass wir ganz in Ruhe unseren Plan durchziehen wollen. Also egal was kommt, das 1-0 war schon ärgerlich, aber da haben wir eine gute Antwort gefunden und auch nach dem Ausgleich haben wir dann auch alles versucht und ich glaube, das ist richtig einfach, dass man da Ruhe bewahrt und bis zur letzten Minute alles gibt und das wird heute belohnt. Ja. Und das ist ja so ein bisschen die Mentalität der Truppe, immer wieder zurückzukommen. Dein Tor zum Ausgleich, zum 1:1, ich habe es eben schon im Interview bei VfL TV zu dir gesagt, das war so ein bisschen das Tor des Willens. Du leitest das ja selber über die Seite ein und rechnest irgendwie gar nicht damit, dass der Ball kommt. Und dann siehst du, und dann sieht man einen ja, fast Seitfallzieher von dir, so habe ich es mal positiv genannt. Ja, erzähl mal was zu deinem Tor. Ja, genau, ich habe den langen Ball von Trafo gekriegt, um in die Mitte zu spielen. Und für mich, ich dachte auch schon, dass die Situation zu Ende ist. Aber habe dann Flo gesehen, wie er gerade ausruhen wollte zur Flanke und ich glaube, ich war ja, ziemlich weit vorne mit Heidi, glaube ich, noch und ja, als der Ball kam, dachte ich einfach Augen zu und durch, also habe dann da gut angenommen und irgendwie versucht, ins Tor reinzubringen und ja, hat mich gefreut, dass das mein erstes Tor ist. Ja. Und das dann so am Abend, ne? Dann feiert man das ja nochmal ganz anders als Osnabrücker Junge. Wie ist das dann, so Brückenabend zu erleben? Lass jetzt Jugendmannschaften hier durchlaufen, dann ja, zwei Stationen gehabt, in der Jugend noch, die wir nicht so nennen wollen, bei Nachbarn hier Richtung Hannover. Und dann warst du bei Rödinghausen, KFC Uerdingen und dann wieder zurück zum Osnabrück, zum VfL gekommen. Und jetzt bist du hier und erlebst diese Brückenabende. Wie ist das für dich, wenn man auch die ehemaligen Schulkollegen und Lehrer und Bekannten vielleicht dann im Publikum sieht, die einen zujubeln? Ja, natürlich ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich war als kleiner Junge auch oft hier. Dann die noch in der Westkurve und wenn ich jetzt überlege, dass ich heute hier mein erstes Tor geschossen habe, das ist schon was ganz Besonderes für mich und ja, Familie war da, meine Freunde waren da und dass alle das so miterlebt haben, ich glaube, das gibt es nicht so häufig und ja, da bin ich sehr stolz drauf und ja, ich freue mich über das Tor. Ja, und die haben mich richtig gefeiert, auch danach noch. Ich erinnere mich an Szenen im Kabinengang, können wir ja mal vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Aaron hat dich, glaube ich, extrem gefeiert heute nach dem Spiel. Wie wichtig ist das auch, dass die Truppe so zusammenhält? Also, dass ihr so eine, ja, so eine Kombo seid, die euch gegenseitig irgendwie... Ich habe unter der Woche gehört, kann ich vielleicht auch mal erzählen, ein Spieler sagte, ihr habt euch eine Woche jetzt nicht gesehen, wegen Corona. Und danach war das so ein schönes Zusammenkommen. Ihr habt euch richtig aufeinander gefreut, wie als wenn irgendwie die Saisonpause gewesen wäre. Ja, das stimmt. Also wir verstehen uns richtig gut in der Mannschaft. Jeder gönnt es dem anderen, wenn er ein Tor schießt. Und ja, wir haben immer mal Späße gemacht, weil das für mich dann soweit ist. Deswegen hat sich, glaube ich, Aaron auch sehr, sehr für mich gefreut. Und ja, das ist wichtig, vor allem in diesen Phasen, wenn wir mal dann Rückstände oder hinterher laufen müssen. Und da zeigt es sich. Und da muss man als Mannschaft einfach zusammenstehen. Und das haben wir auch heute wieder gezeigt. Und ja, ich freue mich auch, wenn der Aaron mal ein Tor schießt. Deswegen
war schon eine schöne Sache. Ja. Und wenn wir jetzt Felix gerade hier haben, Felix, spricht man dann nach dem Spiel auch untereinander über, ihr seid ja beide jetzt in verschiedenen Vereinen, Felix bei Werder Bremen spielt gerade um den Aufstieg in die erste Liga, ihr spielt ja noch um den Aufstieg in die zweite Liga. Spricht man dann nach so Spielen auch über die eigene Leistung oder ist es so, dass man das eher so ein bisschen ja eher nicht so thematisiert? Ja, doch schon. Also wir sind da immer im engen Austausch. Ich gucke viele Spiele, eigentlich alle Spiele von Bremen. Wenn er die Zeit hat, guckt er auch mal hier die Spiele im Stadion. War es deswegen auch schön, dass er heute mal da war. Hat dann natürlich auch gut gepasst, dass ich direkt getroffen habe. Aber ja, man tauscht sich schon aus und ja, wir sind auch gut befreundet. Deswegen verfolgen wir mal den anderen Weg, also des jeweils anderen. Und ja, freue mich auch für ihn, dass er, dass es gut läuft. Und ja, ich hoffe, dass auch Bremen da im Aufstieg mitgehen wird. Und ich weiß ja, dass du ab und an auch in einem Agu-Trikot deine Läufe absolvierst, habe ich mal gehört in der Freizeit. Hat Felix dann auch schon ein Trikot von dir heute bekommen? Nach dem Tor jetzt? Ist ein ganz besonderes Trikot? Oder wer hat das bekommen? Das habe ich einem kleinen Jungen geschenkt, der schon öfter mal gefragt hat, aber Felix hat auch ein Trikot von mir. Als wir gegeneinander gespielt haben, haben wir da schon Trikots ausgetauscht und ich hoffe, der trägt das auch mal beim Joggen. Nicht, okay, kann mir an der Stelle sagen. Okay, dann lass uns nochmal gucken. Samstag geht es gegen 1860. Das wollen natürlich auch die Partner hier in den BIP-Räumlichkeiten hören. Wir alle fiebern ja mit euch mit, kriegen so einige graue Haare und es geht aber noch um den Aufstieg. Jetzt erst recht. Das Nachholspiel gegen Halle ist ja auch terminiert, also 1860 dann Halle. Wie sieht es aus? Was können wir erwarten, auch vor allen Dingen vom Spiel in München? Ja, ich glaube, jetzt fängt natürlich die entscheidende Phase an, so mit dem Spiel heute. Und ja, auch gegen 60 wird es kein einfaches Spiel. Ein sehr spannendes Spiel, weil beide Mannschaften ja, sehr eng beieinander sind und ich glaube auch die nächsten Spiele danach werden sehr spannend. Also es wird schon so sein, glaube ich, dass es bis zum Ende spannend sein wird und wir wollen das, das war unser Ziel, dass wir bis zum Ende dabei sind und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg jetzt momentan. Dann ja, würden wir sagen, geben wir euch jetzt nochmal einen ganz, ganz fetten Applaus mit auf den Weg, vor allem dir in den Feierabend. Vielen Dank. Hako Trage, dass du nach dem Spiel bei uns warst. Und dann Partnerin und Partner. Ja, danke schön. Ja, einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie beim ESC und WIP Talk dabei waren. Dankeschön. Ja.